Herzlich willkommen zu JP's Gartendoku. Wie ihr es vielleicht erkennt, liegt ein großer Teil meines Salates bei den Hühnern zu fressen, den ich selber eigentlich essen würde. Aber weil es so stark gehagelt hat, sieht es im Garten nicht mehr ganz so schön aus. Hier direkt der lilane Kohlrabi zersprenkelt durch die Hagelkörner. Die Erbsen halten sich ganz gut. Das war nicht das Problem. Das Hochbeet zerschlagen. Die Tomate wird noch wohl, die auch, hat aber ordentlich was abgekriegt. Kohlrabi ganz schön gelitten. Die Chili, ob da noch was rauskommt, dauert ewig. Die Paprika hat echt schon lange gebraucht, war jetzt gerade so in Action gegangen und jetzt sowas. Aber gut, passiert. So, mein zweites Hochbeet, frisch 2 Tage vorher fertig gemacht. Paprika rausgepflanzt, Kürbis rausgepflanzt. Plam! Lucy, was sagst du dazu? Schweinerei, oder nicht? Ja. So, hier vor den Weinreben war eine riesige Pfütze. Lucy hat da drin gespielt. Ich guck mal, ob ich das Video da dran geschnitten kriege. Ansonsten lade ich das hier irgendwann nochmal extra hoch. Ja, die Weinblätter haben so ein bisschen was abgekriegt, das geht. Dadurch, dass es hier schwamm, muss ich sagen, lebt eigentlich recht viel noch. Die Tomate ist sowieso unrealistisch hier im Schatten, aber ich dachte, ich guck mal. Sieht schon echt gelitten aus. Und dann kommt das Elendsbild. Der Salat. Deswegen hier vorne habe ich schon ein Stück weggenommen. Das haben gerade die Hühner gekriegt. Ist echt zerschlagen. Mangold auch ordentlich durchlöchert. Paprika. Schaut es euch an. Das tut die Natur. Ich denke mal, sie kommen umso stärker wieder. Ärgerlich ist es für mich, meine erste Ananas-Fleischtomate. Sie ist zwar noch dran, aber sie hat ordentlich Macken abgekriegt. Deswegen, wenn die nicht kaputt geht, bevor die fertig ist, dann, aber die nächste war noch so klein. Wird's die halt. Tabak hat ordentlich gelitten. Da oben sind die Blätter. Die hat erstaunlich gut überstanden. Die Gurken habe ich schon wieder aufgerichtet und ausgeschüttelt. Die leben auch wohl alle noch. Hier den Kürbis hat es ein bisschen erwischt. Eine Kartoffel, wo 2 Triebe rauskamen, sind beide abgeknickt. Die Erdbeere im Topf hat sie überstanden. Hier schon kahl rasiert die 2 Kürbisse. Selbst der kleine Patisson hat schon die ersten Macken. Das könnte noch was werden. Schöne dicke Löcher. Echt eine Schweinerei. Aber oben im Gewächshaus, unten im Gewächshaus hat eigentlich alles überlebt. Nur hier draußen wurde ein bisschen zerschrotet. Sieht man die Löcher? Ja. Ja, das als kurzes Update aus dem Garten nach dicken Hagelschauer. Lucy, sag tschüss. Fliege. Ciao.